Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und wir spielen ja Warhammer 2 Fluch der Vampirküste. Es ist bisher nicht viel passiert, ich bin einfach nur hier runtergeschippert. Wir haben jetzt wieder, ja, die Alice wieder hier drüben gelandet. Und wir sind gleich auf der Suche nach neuen Feinden. Ja, hier ist alles, die mögen uns zwar alle nicht, die Itzer, und halt auch diese Echsen mögen uns nicht. Aber die haben die Orks zurückgeschlagen. Hier gibt es nur noch eine Stadt, wenn ich das so sehe. Vielleicht zwei. Hier hinten kann ich sie schlecht einsehen. Und die sind einfach in der Übermacht. Aber ist egal. Hauptsache, uns geht's gut. Ich habe mal jetzt vor, einen Ritus auszuführen. Und zwar hier Queen Beth. Jede Armee erhält die Möglichkeit, Queen Beth zu rekrutieren. Machen wir das mal. So, Schluck Kapo und jetzt gehen wir mal weiter. Kannst du rekrutieren? Ach so, du hast dich so schnell bewegt, verdammt. Du kriegst sie aber. Nee. Ich denke, jeder hat die Möglichkeit, die zu rekrutieren. Habe ich das falsch gemacht? Brauchen wir doch das Gebäude? Ich dachte, man muss jetzt einfach den Ritus ausführen. Hm, habe ich das falsch verstanden? Dieser Ritus kann nicht ausgeführt werden. Dieser Ritus nach 25 Runden wieder verfügbar. Jede Armee erhält die Möglichkeit, eine Queen Beth zu. Hm. Vielleicht erst nächste Runde. Weiß ich nicht. Kannst du sie rekrutieren? Nö, du kannst sie auch nicht rekrutieren. Nö. Double nö. Das ist ja unschön. Kann ich hier bei dir was ausbauen? Wachstum. Verluste, Verstärkung? Oh ja. Dann packe ich halt da das Geld rein. So. Schade. Ich dachte, ja. Könnte jetzt mal ein paar Queen kaufen, aber das war ein Schuss im Ofen. Vielleicht braucht man dann doch das Gebäude, aber dann brauche ich doch eigentlich. Vielleicht muss ich es einmal irgendwo gebaut haben und kann es dann von überall. Ich verstehe es gerade nicht, warum ich die Queen nicht kaufen konnte. Ich dachte mal, ich spendiere jeden nochmal eine Queen. Aber falsch gedacht. Schade. Na gut, wir müssen jetzt auf jeden Fall warten, dass wir irgendwie Ziele kriegen, die vorbeischippern. Ich habe gerade hier eins gesehen. Oh, Amana hat zugeschlagen. Ach, nicht bei uns. Halleluja. Danke. Ja, wir haben wieder eine andere Persönlichkeit, den Narzisst mit dem Wind. Und wir haben wieder 4000. Wir gucken nochmal nach. What is your demand? Kriegen wir jetzt eine Queen? Das ist doch irgendwie bescheiden. Wozu soll ich diesen verfickten Ritus machen, wenn ich mir keine Queen kaufen kann? Er hat die ja schon. Oder vielleicht kriegt man sie erst dann, wenn... Kann es nur eine geben oder was? Ich habe gehofft, dass wir noch mehr Queens kriegen. Aber auch eher wieder Niente. Und er niente. Wenn ihr wisst, dass ich jetzt falsch mache, dann sagt mir das doch bitte mal in den Kommentaren. Würde mich sehr interessieren. Du bist der... Was bist du da? Plünderer des schäumenden Golfes. Ach, geh mir ja damit den Riten weg. Plünderer. Schrecken der Meerengen. Die gerade hier in der Nähe. Hm. Curse my crowded psyche.
Dann gönnen wir uns doch mal hier die legendäre Einheit. Können wir hier irgendwas in der Nähe rekrutieren? Nur global, ne? Vier Runden. Hätte gern hier wieder von den Einheiten was, aber vier Runden warten, das ist mir irgendwie zu viel. Dann nehmen wir eine Fuhre Sirenen. Dann hau ich einen Schützen raus. Und wir nehmen hier die eine legendäre Einheit von Deckschützen. Und danach fährt er raus. Haut mal auf die Kacke. So, können wir hier irgendwas Tolles bauen? Ah, unsere Stadt müssen wir upgraden auf Stufe 5. Aber sonst sehe ich nicht, dass wir was Tolles bauen könnten. Entweder fehlt uns was oder das Geld fehlt, aber das will ich nicht da bauen. Ja, komm, mach den mal platt, der nervt mich. Gut gemacht. So, dann war es das schon wieder mit dem Geld. Nee, was der Plünderer des schäumenden Golfes. Du warst das auf jeden Fall nicht. Wir werden aber in die Mitte gleich wieder huschen. Okay, hier gibt's nichts. Dann müssen wir hier ein bisschen rein wahrscheinlich. Hier so bei den Gebirgen nochmal buddeln. Ja, dann war es auch mit dieser Runde schon wieder. Schade, ich dachte, wäre ein bisschen effektiver hier. Na, die Vipern sind auch vernichtet. Das heißt, die Echsen werden sich wahrscheinlich in Zukunft sich gegen mich verschließen. Schutzbündnis. Ich weiß gar nicht, wo ihr seid, ihr Ratten. Wahrscheinlich das hier alles, ne? Kämpft gegen Itze, das ist mir eigentlich recht. Ich sag mal ja. Vielleicht kämpfen wir bald wieder gegen Itze. Oder gegen den anderen, mal gucken. Ja, einen Feind zu haben, ist ja nicht verkehrt. So, die Flotte leidet. Oh, ne. Baukosten für Siedlungsgebäude in der Region. Für wie viele Runden? Drei Runden. Und dann bauen wir drei Runden nicht. Yes? Juhu. Was ist denn hier schönes? Geschossschaden. Ja, mehr Wachstum, damit wir vielleicht hier eine Stufe 5 bauen können. Weil das fehlt uns einfach Geld. Ja, dann warten wir einfach mal. Irgendwer in der Nähe? Also ich sehe keinen. Südlicher, mein... Hier irgendwo, ja. Fleet Captain, reporting. Oh, Leichen. Ja, dann sparen wir das Geld mal. Wie sieht's bei dir überhaupt aus? Bist mir noch sehr gut, sehr treu. Achso, der ist uns generell treu, das ist okay. Hier, den von Insta kannst du mal eliminieren. Wenn du in der Nähe bist. Ja, ich weiß, wir können bauen. Wir sparen einfach mal. Wir haben jetzt eh drei Runden überteuerte Kosten. Wucherpreise haben wir. Wucherpreise.
Jetzt haben wir noch zwei Runden Wucherpreise. Ein bisschen schneller. Oder in den Sturm wollen wir nicht, Gott sei Dank, hier reinkommen. Na komm. Alter, hier geht's echt stürmisch. Any drowned corpses? My madness is not weakness. Oh, warte mal, wir wollten eigentlich. Ja, wir können, geil. Das machen wir. Dann können wir nämlich hier demnächst Geld sparen. Und dann endlich Necrofexe kaufen. Endlich. So lange schon drauf gewartet. Orders. Ne, wir sparen schon mal. Ja, kannst du da noch mal graben? Und ist nichts geworden, habe ich mir schon gedacht. Dann weiter. Ich will doch nur Schätze finden. Es ist so schwer. Das Leben eines Schatzsuchers. Die Camry kämpfen jetzt gegen irgendwie alle. So. Swashbuckler. Time to move. Ach, da ist eine Zwergenstadt, nicht, dass sie uns gleich angreifen. Wir sind nur auf Durchreise. Onwards! Und fertig gebaut. Och, ist das nice. Wir sparen. Wir müssen sparen. Das wird jetzt echt Runden dauern. Any drowned corpses? Können wir nicht weiterfahren? Back to your ranks. Hakon sails. Aha. My axe thirsts for war. Zwerg? Kreuzdorn. Jawohl, die fehlen uns. King of the Vampire Coast. Wir können uns bloß nicht mehr bewegen. Müssen mal gucken, wie die Kreuzdorn fährt. Nein, wir geben da keine Punkte mehr aus. Das bleibt. Irgendwer ist aufgestiegen. Ah, ich weiß, wer das war. Der Artillerieminister. Von dort. Der Artillerieunterstützung gibt. Okay. Und dann holen wir uns gleich mal diesen Zwerg. Diesen Zwergenpiraten. Um mal vor da. Na, den holen wir uns auch gleich. Da bin ich mal gespannt, wie die Deckschützen sich machen. Wenn wir jetzt die nächste Schlacht haben mit Hakon. Oh, wieder eine Fraktion vernichtet. Dann wird das Laden hoffentlich schneller gehen. So. For the wisdom of the 18 Einheiten, was hat er denn? Die sind gut hier. Die Hammerträger. Eisenbrecher. Berserker, Slayer, okay. Die sind auch hart, diese Eisendrachen. Ja, ist egal. Ich würde sagen, Attacke.
Ja. Krieg erklären braucht man nicht, komm. Danach soll er hoffentlich tot sein. Loyalty is at a premium. Ich hoffe es zumindest. Ich hoffe, dass wir den platt machen. Also, ich könnte wieder mit Harkon. Ah, oh, schon wieder diese Map. Das ist echt doof, dass wir immer dieselbe Map haben. Mit Harkon würde ich versuchen, irgendwie an die zu flankieren. Die Deckwerfer nehmen wir mit. Wieder die Geschütze da kaputt machen. Das dürfte gut funktionieren. Und dann gucken wir mal, dass ihre Infanterie aufgehalten wird. Was sind das denn überhaupt für Einheiten? Zweierhand-Axt-Typen? Die hatte ich gar nicht als Zwerg. Und alle Einheiten sind natürlich sehr erfahren. Das wird das schon schwerer machen, die zu besiegen, aber haben halt bessere Rüstung. Meine Leichen haben ja auch schon gut Erfahrung. Das heißt, unsere Linie sollte einen harten Kern haben, finde ich. Monster flankieren. Mal gucken. So. Leider kann Harkon. Und die haben sich breit aufgestellt. Nee, gar nicht. Die haben sich mega breit aufgestellt. Jetzt sehen wir doch alles. Oder fast alles. Ah. Na gut, aber trotzdem müssen die ja, Undead. Boah, ihr könnt doch ruhig... Bones and flesh. ...näher ran. Ready. Ich überlege, ich überlege, ich überlege... Erstmal alles weg. Orders. Alles weg. Geht mal weg da. So, ich will Zentrum Sirenen. Die Wächter. So, das ist mein Zentrum. Noch die helle Baden. Ihr werdet so Nachhut bilden. So, diesmal werde ich es... Oh ja, du stehst hier vorne. Folgende Idee. Wir werden auf den Seiten diesmal die Artillerie haben. Die Fernkämpfer. Und damit die eine Rückzugmöglichkeit haben, decken die an deren Rückzug, dass wenn die zurückgezogen sind, hier hinter sind und wir quasi hier vorne eine Linie haben. Im Idealfall gehen sie in die Mitte, so dass wir dann von der Seite angreifen können. Das ist eine gute Idee. Nein, nicht abwarten. Ach. Ach, selber schuld. Das war mein letzter Schluck Kaffee. Dann starten wir mal. Noch nicht in der Reichweite von der Queen. Die Nahkämpfer müssen sterben, ne? Riesenslayer. Oh, die klingen böse. Mach die mal tot. Ziehen sich wirklich in die Mitte. Oh, voll daneben. Luther!
Ist einfach zu weit weg, Harkon. Erstmal vorbei flattern. Oh, da wird schon geschossen. Bin ich okay auf die? Attacke! Oh, schade, die bewegen sich gerade alle weg. Ah, das war mal ein Treffer. So, auf die nächste Nahkampfeinheit da. Hier ziehen wir auf den nächsten. Da gibt es ja keine Artillerieunterstützung. Laufen. Laufen. Attacke. Ab nach hinten. Los, Attacke! Jetzt singen wir mal eine Runde. Ala. So. Arkon, los den nächsten. Der zieht sich ja schon zurück, das ist mir egal. So, dann bitte auf die nächsten Schützen und Reserven. Ja, ist zu weit weg. Doch, da könnte er zaubern. In die Mitte. Los, die anderen Pistolen, Leute, auf die Infanterie da. Nee, Bomber. Bomber sind ausgebombt oder was? Rotzt die mal ein bisschen an. Gut, Attacke, rein da. So, holt noch so viele Leute wie möglich. Ein bisschen Sperrfeuer. Die haben sich hier gesammelt. Holt euch den Anführer da. Harkon kann er bestimmt noch zaubern. Oh, ho, ho. Nee. Doch, jetzt. Kriegen die vielleicht noch ein bisschen Schaden. Alles noch mitnehmen, was geht. Ah, die Queen hat keine Munition mehr.
Ja, ist der Anführer tot? Solange der noch lebt, wird weiter gekämpft. Na, er lebt immer noch. Ich spule mal ein bisschen vor. Er ist tot. War doch eine gute Schlacht. Niedergeschlachtet. Wir müssen sie gleich sowieso noch mal ein zweites Mal angreifen, damit die Flotte auch gleich zerstört ist. Aber wenn der Anführer schon mal platt ist, dann haben die ja gleich weniger Moral. Und das ist doch schon mal gut. Auch, ja, Verluste ist okay. 218, also wenn wir die ein bisschen verlieren, aber sogar die haben heute ein bisschen gut gekämpft sogar, finde ich. Also dafür war die Artillerie ein bisschen schwächer. Aber sonst haben alle so gut. Aber gut, der hat gar nichts gemacht. Der war auch Reserve, muss man auch dazu sagen. Aber die Deckwerfer oder Deckschützen hätte ich jetzt mehr erwartet. Vielleicht standen die einfach schlecht. Ich habe sie auch zurückgezogen. So, die Einheiten haben wir sehr gut und sehr schnell reduziert. Und von den Nahkämpfern haben wir fast alles platt gemacht. Aber die Flammenwerfer sind echt fies. Die haben sich auch zentriert, ne? Also sie sind nicht in der Breite, wie sie waren, haben sie nicht angegriffen, sie haben sich mehr zentriert. Also Glück für mich, schlecht für sie. Für die Freibeuter der Südrotküste. Komischer Name, da müssen sie schon sterben. Da fehlen uns ja, wenn wir den jetzt besiegt haben, noch zwei Teile. Dann haben wir ja da zumindest die eine Geschichte zu Ende gemacht. Das brauchten wir, glaube ich, für den Speer oder so, ne? Genau. Damit wir gegen Amana kämpfen können und das Vieh töten können. Ah, nee, gar nicht. Dafür brauchen wir das Lied. Entschuldigung. Und dafür müssen wir noch zwei Leute töten. Das mit den Teilen, mit den 8 Teilen ist ja was anderes. Oh, komm, lad nicht so schnell, so langsam. Wo ich schon so schnell sah. Aber so langsam haben wir natürlich die guten Einheiten. Also langsam läuft es sehr gut mit der Armee. Am Anfang erst die Nahkampfeinheiten, das ist echt ein Minuspunkt. Erst hier mit denen wird es richtig gut. Ja, die gehen eigentlich auch. An den Anfang habe ich immer geflucht mit denen, aber ja. So. Da haben wir ganz viele Zwerge ins Jenseits geschickt. Ja, Einheiten verstärken. 14% ist ganz gut. One for you, two for me. Dann machen wir den gleich noch den Gar aus. Na, vorher steig's nochmal auf. Was können wir dir noch Gutes tun? Seebären. Tödlicher Marsch. Aber komm. Zack und nochmal, weil es so schön war. Ah, ich glaube, diesmal automatisch sollten wir gewinnen. Aber diesmal mit deutlichen Verlusten. So, und auch diese Freibeuter sind Geschichte.
Das heißt nur noch zwei Teile da. Teile der 8. Ein Stein da. Der ist in der Nähe, aber ich würde erstmal sagen, du schipperst erstmal wieder zurück. Dann schippern wir langsam zurück. Nee, bringt uns auch nichts. Achso, das ist normal. Gibt's aber so gut wie keine. Scramble, Shipmates! Hakon sails! Na, Hakon kann nochmal aufsteigen. Those fools! Was haben wir hier noch? Verwesende. Ne, da habe ich nicht so viel. Necrofexe. Kann noch ein bisschen warten. Das ist für gemeine Hunde. Sirenen kann man damit noch verbessern. Aber nur Sirenen. Ich glaube, wir werden erstmal Hakon ein bisschen hartnäckiger machen. Mehr Trefferpunkte. Ja, machen wir. So, ansonsten. Kann Hakon noch was bauen? Bevölkerung. Zwei brauchen wir dann noch. Oh, was ist denn hier? Freibeuter Port Royal. Stormy. Dann bauen wir hier mal was aus. Den Rest sparen wir. Dass wir immer 10.000 haben, damit wir immer die Necrofexe zur Not dann haben. Vielleicht müssen wir gegen die bald in den Krieg ziehen, wer weiß. Buddel mal eine Runde. Oh! Schatz haben wir auch gefunden. Ein zumindest, 2000. Ein Glückstein, fantastisch. By hook or sword, they'll fall. Dann kann sie jetzt zig Runden lang den Rand ablaufen. Quasi bis hier so die Ecke. Ja, mehr Schatzkarten haben wir ja erstmal nicht. Da ist sie erstmal zig Runden wieder unterwegs. Gut, ich würde auch sagen, wir machen jetzt hier einen Break und ich lasse jetzt ja den Kollegen dann noch ein paar Runden schippern. Und dann würde ich sagen, nächstes Mal geht es dann weiter, wenn wir Ihmchen, den Stein von, der Stein von Schwarzhafen. Capitano Sisko. Oder Sisiko. Egal. Wenn wir den auf jeden Fall einen auf die Nase geben. Und ja, wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir doch gerne ein Like, einen Kommentar. Ein Abo wäre auch schön. Ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß. Haut rein. Ciao.